Hallo, meine Lieben. Ich wollte euch nur mal ganz geschwind noch sagen, wie ich unsere Eier, die ich mitgebracht hätte, behandelt habe. Also das hier ist ein Mechelnerei und das ist ein verdammt dickes Ei, muss ich mal so sagen. Ne? Also das hat einen ordentlichen Durchmesser hier. Ich habe heute Morgen in das Wasser für die Eier sämtliche Essenzen, die ich von der Amrita habe, reingemacht. Fehlen tun nur. Ich habe die Jahreskreisfeste nicht mit reingemacht, weil ich da nicht alle vollständig habe, weil ich gedacht habe, wenn das unvollständig ist, wer weiß, was das für eine Auswirkung hat. Und was ich nicht mit reinmachen konnte, war das Männliche der Magier, weil die Herren der Schöpfung ja den Magier nicht bekommen haben, weil sie nicht so weit gewesen sind. So wie es aussieht, werden wir wohl den Magier erwecken dürfen. Also das ist so mein Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, gehst du raus. Ach, ich kann es gar nicht drehen. Wartet. So. So. Da sind sie alle. Jetzt sind sie auch mal wieder schön sortiert. Nein, sie sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, meine Lieben. Und da werde ich jetzt für euch auf dieses Ei ganz viele Segenswünsche draufschreiben. Mit Bleistift wahrscheinlich. Und schicke euch das dann telepathisch zu. Bis denn.